Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem sommerlichen Tag und einer sommerlichen Folge. Zu einer sommerlichen Folge Minecraft. Oh Gott, ey. WTF. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Die Temperaturen gehen durch die Decke. Wobei heute, und laut meiner Theorie müsste es heute Freitag sein, ist es, also ich weiß, dass es Freitag ist, ich brauche gar nichts zu tun, als hätte ich es irgendwie heute ist Freitag. Und heute ist der Freitag nach den heftigsten, heißesten. Heute ist auf jeden Fall der Tag, nachdem es ja heiß war. Und es war auf jeden Fall mehrere Tage jetzt, 3-4 Tage, richtig abgefahren heiß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich weitermachen wollte. Ich wollte auf jeden Fall weiterbauen. Und wir wollten dieses Ding hier zu einer kleinen Taverne umbauen. Das dachte ich mir schon, dass wir das vorhaben. Und ich fand die Idee auch ganz geil, dass wir hier hinten so eine Art Biergarten oder sowas dann noch am See so draus machen. Dann würde ich aber das hier rüber bauen. Seht ihr, hier so. Und dann hier hin. Und dann da noch so eine kleine Fläche zumachen. Dann hätte sich nämlich das hier auch erledigt mit dem komischen Erdscheiß da. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich geile Idee. Vielen Dank nochmal. Es ist echt unglaublich. Ich komme gar nicht hinterher. Ich habe so viele geile Ideen, die wir hier bauen können und auch werden, dass ich da gar nicht, da komme ich gar nicht klar drauf. Das sind so viele krasse Ideen. Und ich versuche sie einfach nach und nach immer mal wieder. Es tut mir immer sehr leid, wirklich, Leute, wenn ich dann irgendwas nicht checke und dann doch irgendwas anderes mache, als ich eigentlich wollte. Aber so ist das halt nun mal. Manchmal, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann vergisst man Sachen halt auch. Und nicht jeder kann wie Bergi immer 17 bleiben. Das ist leider einfach nicht möglich. Was sage ich immer 17 bleiben? Also er ist ja noch, ne? Ihr wisst ja. Ein Jungspund sozusagen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier, naja, das ist jetzt einigermaßen gerade. Okay. Das ist jetzt vielleicht hier so noch ein bisschen wenig, oder? Und dann kommt jetzt eh weg, weil dann kommt dann der Holz hin. Oder irgendwie Stein oder Gravel. Mhm, ja, dann würde ich da am liebsten nochmal so eine reinhauen. Ist auch irgendwie total. Jetzt habe ich das vorher ausgegraben ohne Ende und habe mir Mühe gegeben, dass das so ordentlich wird. Und dann reiße ich es wieder ein. Genau, aber dann könnten wir hier so eine Art Biergarten, ne? Verstehen Sie? Das, glaube ich, ist nämlich ganz nice. Es ist auch schwierig, also ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist. Man kriegt so viele tolle Vorschläge und ich muss mich ja dann immer für irgendwas entscheiden, was ich jetzt gerade mache, ja. Und dann fällt mir ja selber auch immer noch irgendwas zwischendrin ein, was ich ja dann auch irgendwie mal umsetzen möchte. Und das ist wirklich, ich finde das sehr kompliziert, da dann auch immer fokussiert zu bleiben und dann zu sagen, nein, ich habe das und das ist der Plan, so baue ich das jetzt auch. Das ist schon reichlich. Vielleicht stelle ich mich auch einfach bloß an, aber ich finde das schon schwer. So, dann könnte man da doch nochmal hier noch einen Baum hinpflanzen, den da wegmachen. Oder? Ich würde fast sagen, dann kommt der da weg. Und der Sapling kommt dann da drüben hin. Weil dann habe ich hier so ein bisschen schöneren Platz. Den lasse ich da stehen, weil der grenzt da so ein bisschen ein. Jetzt muss ich mir nur überlegen. Ich wollte ja schon wieder gleich ein neues Haus anfangen, weil ich das so bauen will. Oder ich baue das hier nochmal um. Ich wollte es nämlich anders machen. Ich wollte die Fassade eigentlich ganz anders machen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das jetzt nochmal ändere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube fast ja. Und das hier werden wir auch noch ein bisschen äußerlich so ein bisschen anpassen. Jetzt muss ich mal schauen, wo meine ganzen Sachen sind. Ich bräuchte nämlich so Stonebricks dazu. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich das nochmal ändern soll hier. Ha, schwierig, da tue ich mich wirklich gerade ganz schwer, weil diese Front hier, die stört mich ein bisschen. Weil ich wollte dann so ein Haus nach Aaron-Style bauen. Ich habe mir da schon voll die Idee so gemacht. Ja, müssen wir mal gucken. Oder ich mache halt das Haus, was daneben sitzt, so wie seins. Dieses Bäckerei-Mühlenbrau-Ding. Ein Bäckerei-Mühlenbrau-Ding, ja.
Exakt das werden wir bauen. Dafür brauche ich Wolle. Wieso habe ich denn so viele hellgraue Wolle? Aber die könnte ich eigentlich auch nehmen, oder? Dann kommt die mal weg. Dann ist damit die weg von der Straße ist. Leute, was macht ihr bei so einem Wetter? Ich habe gestern schon zu Marcel gesagt, bei mir ist es so, ich arbeite ja immer draußen. Ja? Also mein Arbeits ist immer, also ist immer draußen. Ich bin eigentlich selten irgendwo innen, doch obwohl ja auch schon mal, aber meistens bin ich halt den ganzen Tag draußen und das mag ich sehr gerne, weil ich bin gerne draußen. Vor allem gibt es nichts Schöneres, als bei so einem Wetter draußen zu sitzen. Klar, es ist extrem heiß, aber da sitze ich lieber so als in irgendeinem Büro. Ja, und man ist halt ein bisschen draußen, man kann sich ja Schatten machen, wie auch immer, man kriegt ein bisschen Farbe ab. Na, und man ist so ein bisschen an der Natur. Es gibt immer so Vor- und Nachteile, ne? Im Winter ist natürlich auch scheiße und im Sommer sind die ganzen Viecher scheiße. Ja, ist halt so. Ja, und worauf ich hinaus wollte ist, gestern hatte ich so ein bisschen wenig zu tun und ja, mein Gott, ich bin halt so ein bisschen rumgehangen dann, war halt ein bisschen in meinem Büro und so und hier und da und das nervt mich dann, weil dann sitze ich so rum und schaff nix und ich bin nicht draußen. Und auf das Thema, wo ich jetzt hinaus wollte eigentlich ist, bei mir ist das ganz zwiegespalten. Ich möchte eigentlich, wenn so ein schönes Wetter ist, nicht zwingend drin hocken, aber zum Rausgehen ist es draußen dann auch zu warm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so, du sitzt drin und denkst so, boah, Alter, voll das geile Wetter und ich sitze hier vor dem PC. Und dann gehst du kurz raus und denkst dir, boah, ist das, boah, oh, ich gehe wieder rein, ja. Finde ich auch nicht schlimm. Ich dachte mir gestern, ich gehe vielleicht schwimmen. Oder ich gehe vielleicht heute noch irgendwie. Aber bei uns ist jetzt schon voll zugezogen und recht windig und kalt. Und bei dem See hier in der Nähe, wo ich immer schwimmen gehe, dann ist es so, dass der ist recht groß und da braucht es ein bisschen, bis der sich aufwärmt und war ja letzte Woche so kalt, dass man da einigermaßen ins Wasser kann, ohne sich irgendwie so eine Kälteinfektion zu holen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden und dachte mir, ich bin dagegen, ich mache das nicht, ich gehe nicht schwimmen. Und nur so rumliegen und sich sonnen lassen ist für Mädchen, das macht man nicht, also das macht Mann nicht, ja. Deswegen kam das für mich schon mal gar nicht in Frage. So. Ihr hört nebenbei übrigens noch einen schönen Musikmix von und mit, gemixt von Packy von einem Livestream. Also von mir, ich bin Packy. Für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Wobei, das wäre jetzt schon relativ skandalös, ehrlich gesagt. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe mal eben schlafen. Man muss die Zeit, wenn man alleine auf dem Server ist und ich in Ruhe schlafen kann, mal ausnutzen. Mal eben einen Schluck trinken. Ah, Pink Grapefruit. Freeway. Freeway ist, glaube ich, Aldi, oder? Wo habe ich denn das her? Ich glaube, Aldi. Ich weiß es nicht. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwas kauft? Und dann denkt ihr euch, das ist voll geil. Oder wenn eure Mütter oder euer Vater oder wer auch immer bei euch einkauft, wenn ihr selber einkauft, dann wisst ihr es ja selber. Bei mir ist es auch meistens so, ich kaufe mir selber irgendwas ein. Und dann finde ich das geil und dann weiß ich gar nicht mehr, woher ich das eigentlich habe. Na, das ist total bescheuert. Okay, Freunde der Sonne. Was mich jetzt an dem Haus nervt, sind, dass die Fenster so offen stehen. Ich hätte die gerne zugedeckt. Oder was heißt zugedeckt? Ich hätte sie gerne verkleidet. Da muss ich mir jetzt noch irgendwas einfallen lassen. Ich habe aber schon eine Idee, wie ich das mache, ohne das Ding abzureißen. Jetzt. Next one. Ist die Frage. Ja, genau. Mache ich jetzt da, fange ich jetzt da hinten das Mühlending an? Im Creative-Modus wäre alles viel einfacher. Also. Ah ja, ich wollte nochmal so ein Feld anlegen. Genau, das könnte man dann... Oder ich baue das hier so hoch, das Mühlenhäuschen. Dann muss ich ja da noch... Genau, ich wollte ja... Und da hab ich auch den Vorschlag von euch. Das werden wir nämlich so machen. Ich werde hier so einen künstlichen Flusslauf nämlich
rein dingsen, und zwar hier mit dem irgendwie das verbinden, glaube ich. So, also naturbelassen, aber dennoch etwas dem Wasser schon zeigen, wo der Hase langläuft. Das könnte man hier wieder dann so ein bisschen durchschneiden, oder? Aber da, glaube ich, werde ich mir mal gleich ein bisschen Eisenwerkzeug bauen, weil das dauert mir hier sonst zu lang. Kann ich das dann hier so runterfließen lassen? Die Richtung? Und dann hier so rein. Ne? Das, glaube ich, wäre ganz nett. Ja, ja, ich glaube, so machen wir das. Oder zumindest irgendwie so in der Art. Ich werde mir da mal dann vielleicht noch Verstärkung holen. Marcel ist jetzt auch noch auf dem Server. Also er hat zumindest noch Berechtigung und der Peter auch. Die können mir dann so ein bisschen helfen hier. So. Gut. Also da kommt dann so der pseudo-künstliche Wasserlauf rein. Dann müsste ich mal schauen, wie ich das wirklich mache. Ob ich jetzt hier so ein Mühlenrad dann irgendwie anbringen. Das ist mir hier so ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. So. Hier da so rein. Okay. Das ist immer ganz schwierig, wenn man das... Ja. Okay, das kann auch weg da. Das hängt ja eh so komisch. Das auch. Yep. Okay, Biergartenbereich, der sieht ja schon ganz gut aus. Das könnte man dann vielleicht noch weghauen. Alles, was da so untertunnelt ist. Und dann wirklich da oben so ein kleines Mühlgebäude. Oder? Ich wollte eigentlich, dass man das sieht von da vorne. Weil jetzt so wichtig ist es natürlich auch nicht, dass man da was sieht. Was sieht man das ja? Ja, ja, das sieht man schon. Ja, okay. Vielleicht baue ich das auch so zusammen, dass es dann ein so ein großes Komplex ist. Also was halt so anschließt dann. Also hier so, ja, so steht dann das Gebäude Mühle. Fällt dann vielleicht hier da oben oder da unter hier irgendwo. Und dann geht es hier so runter, da ist dann das die Bäckereistube bei. Und dann geht es hier weiter gleich in das angrenzende Schmiedegebäude oder sowas. Something like this. I don't really know. I really don't know. Ich weiß auch nicht. Ich müsste einfach mal anfangen, glaube ich. So. Dann hau ich das jetzt hier nochmal raus, weil sonst wird mir das zu hoch, glaube ich. Da unten kann ja so ein bisschen dann der Mühlenteil stehen bleiben. Das kann man ja, muss ja alles nicht so ausschweifend werden. Boah, so eine Mühleninnenausstattung ist natürlich auch schon schwierig, ne? Dieses ganze Mühlrad, dann muss man ja innen irgendwie sehen und das muss ja dann innen in irgendeine Vorrichtung laufen, wo sich dann auch was tut. Da kann man sich bestimmt irgendwas Geiles bauen. Ich bin da so jemand, das ist eigentlich, was heißt blöd, aber ich könnte jetzt einfach irgendein YouTube-Tutorial oder irgendein Let's Play anschauen, wo jemand eine geile Mühle baut. Aber ich mache das dann immer nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil ich dann immer... Ich will es dann immer selber machen so. Und zwar wären dann so geile Gebäude möglich, weil man konnte da einfach viele Ideen nicht. Man muss sich halt ein bisschen Anregungen holen. Das ist schon so, aber... Ich weiß auch nicht. Ich mache das irgendwie nicht. Oder wir machen hier oben Feld. Und dann... Den Flusslauf verkünstlichern dahinter. So einmal außenrum. Und dann kommt hier so das Rad hin und dann steht da so das Gebäude. Oh, ich weiß das gar nicht. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich glaube, da ist schon gut, wenn das da so ein bisschen da oben steht. Okay, wir machen das jetzt mal. Machen das mal so.
Okay, und da könnte ich dann, da könnte ich dann das Rad irgendwie reinbauen oder so. Weil da eignet sich halt das gerade, und wenn ich dann da oben das Wasser dann eh runterschmeiß, das kommt ja dann von da an, so. Und rollt dann hier so runter. Das muss man schon irgendwie, schön machen da. Und dann kann hier so das Rad hin. Ne? Da wird das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach hingebaut. Ganz einfach. So. Ha. Bis ich mal anfange, ne, was zu bauen, das ist echt furchtbar mit mir. Oder baue ich es doch auf dieselbe Höhe? Und ich baue das da oben hin. So, und wir fangen jetzt an. So. Wie breit will ich es denn? Das ist schon eine ganz gute Breite. So, und ich wollte jetzt mal dieses neue Gerüst anfangen, was ich mir, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie ich das bauen will. Und zwar ist das so ein bisschen ausschweifend, wenn ich jetzt sage, reicht das denn so? Ah, easy, oder? Muss er nicht so fett werden, oder? Vor allem, wenn da jetzt noch ein Dinggebäude dran kommt. Ne, ihr wisst schon. So, dann wird das so. Und so. Genau. Das ist, wie ich das drüben gemacht habe. Ich finde das nämlich ganz, ganz nice, so. So. Okay. Ich mache das noch eins breiter, dann kann ich nämlich drei Fenster dazwischen bauen. Also ich habe schon so, ich habe im Kopf schon so einen Plan, wie es denn aussehen soll. Dann müssen wir hier weiter runter. Ich bin eigentlich recht froh, dass es heute wieder ein bisschen kälter ist. Also ich mag ja den Sommer schon gerne, aber ich bin mir so der Frühlingsmensch. Also zu warm ist dann auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, dann da kann man nichts machen und dann, dann ist es immer so ätzend warm. Also so richtig unangenehm, und ich finde es immer ganz schlimm, wenn es unangenehm heiß ist. Es gibt ja Leute, die können das, die wollen dann einfach nichts anderes da den ganzen Tag sich irgendwo an den See liegen. Okay, dafür ist es ja nun schon mal echt geil. Ja, also dann darf es auch ruhig richtig warm sein, wenn man sich dann irgendwo hinlegt und dann das da die Sonne genießt. Da spricht ja auch absolut nichts dagegen, sage ich jetzt mal. So, und jetzt wollte ich das so machen, dann kommt jetzt hier Wolle hin, damit man die nämlich von vorne sieht, so halb. So, und da drunter. Und dann da, na, ich hab dann, nee, da müssen die Fenster müssen ja zwei hoch werden. Genau, also ist das noch zu niedrig. So muss das dann aussehen später. Das heißt, ich muss die hier noch eins höher bauen. Ist ja an sich kein Problem. Ah, ich muss mal schauen. Ich habe mir schon wieder ein neues Texturenpack geholt. Das ist nämlich wunderbar. Richtig schön. Gucken wir uns in der nächsten Folge mal an, Leute. Damit ihr mal ein bisschen Inspiration wieder habt. Ich stelle euch ja gerne mal sowas vor. Ich weiß nicht, ob ihr das... Falls ihr mal Ideen braucht, was könnte ich nochmal für ein Texturenpack verwenden? Ich kenne nicht so viele, aber es gibt natürlich immer so ein paar, die kennt dann jeder. Es war wie, als ich angefangen habe mit Minecraft, oder was heißt, als ich angefangen habe? Doch, ich habe, glaube ich, mit Texturenpack angefangen, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat da jeder immer mit Misa gespielt, Misas HD Texture Pack, weil da gab es nicht wirklich was anderes Schönes. Und da gab es halt Misa und fertig. Ich gehe mal eben schlafen. So, Opsi. Und rein ins Bett. Und dann gucken wir uns die Scheiße mal an. Weil ich wollte es eigentlich mit weißer Wolle, aber wenn ich so viel graue Wolle habe, dann könnte ich es auch so machen, oder? Wäre das besser für ein Schmiedegebäude? Eigentlich egal, oder? Sieht doch relativ cool aus. Und jetzt genau. Und das, jetzt kommen noch hier, habe ich mir vorgestellt, solche Klappen hin. Also, ne? Sieht dann aus wie so... Ja, ja. Das sind, ich glaube, Peter macht das ähnlich. Ich weiß jetzt gar nicht. Müssen wir mal gucken bei denen, wie die das gebaut haben. Uns dann mal ein bisschen Inspiration holen.
Weil die sehen nämlich schon sehr cool rustikal aus. Aber das finde ich jetzt auch ganz nice, ehrlich gesagt. Wir gehen mal eben spicken. Aber ich glaube, das ist eine recht coole Sache. Und damit wären wir eh schon die Folge schon wieder beendet. Ich gehe spicken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Genießt die Sonne oder auch nicht. Wenn es bei euch jetzt schon das Unwetter da war, dann hoffentlich habt ihr das alles gut überstanden. Bis zur nächsten Folge Minecraft. Seid dabei und wenn euch die Musik gefällt, folgt mir auf Twitch, seid bei einem Livestream dabei. Oder auf Anfrage gibt es meine Mixe natürlich auch als Download oder wie auch immer. Ne? Bis dahin, macht es gut. Ohren steif halten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.